Herzlich willkommen zu dieser geführten Meditation. So schön, dass du da bist. In dieser Meditation wollen wir uns mit uns selber verbinden und in unsere Mitte und Harmonie finden. Die heilsame Absicht, uns gut zu tun, wird ihre Wirkung in Körper und Geist entfalten. Bitte such dir für die Meditation ein Plätzchen, wo du ganz ungestört sein kannst. Du kannst dich gerne so in die Rückenlage einrichten, wie es dir wohl ist. Am Schluss dieser Meditation wird keine Glocke ertönen, sodass du, wenn du möchtest, die Meditation auch zum Einschlafen nutzen kannst. Schenk dir 3 vertiefte Atemzüge und tu dich vor allem auf eine langsame, lösende Ausatmung achten. Wenn du die 3 vertieften Atemzüge hast, kannst du wieder zurückfinden in eine natürliche Atmung. Einen Moment lang dein Dahinliegen spüren. Im Wissen Ruhe, dass die Zeit für dich ist. Es muss nichts gemacht werden. Das pure Dasein reicht. Für den nächsten Teil der Meditation empfehle ich, die Augen zu schliessen, falls du es noch nicht gemacht hast, weil wir mit inneren Bildern arbeiten. Aber wenn du die Augen möchtest offen lassen, ist das natürlich auch möglich. Bitte fühl dich ganz frei. Dir dann vor deinem inneren Auge einen schönen Garten vorstellen. Das kann dein eigener Garten sein, falls du einen hast. Oder vielleicht bist du mal bei jemandem gsi, der einen Garten hat, der dir richtig gut gefallen hat. Du kannst dir aber auch einen Garten ausdenken, den du so vielleicht noch nie gesehen hast. Oder eine Mischform. Also dein Erinnerungsvermögen anzapfen und die inneren Bilder ergänzen oder mischen mit eigenen Vorstellungen. Das Bild ganz bewusst gestalten und vor deinem inneren Auge lebendig behalten. Dir vorstellen, wie der Garten aussieht. Ob sie in diesem Garten vielleicht eine Wiese hat. Vielleicht verschiedene Blumen. Vielleicht hat es auch Bäume in diesem Garten oder Büsche. Du darfst ganz zur Gestalterin, zum Gestalter von diesem Garten werden. Dir auch die Farben, die es in diesem Garten gibt, lebhaft vorstellen. Vielleicht ist das Gras von einem ganz satten Grün. Vielleicht hat es Farbtupfer, Gänseblümchen oder Löwenzahn in Gelb. Oder Mohn in Rot. Oder blaue Kornblumen. Oder vielleicht finden sich in deinem Garten irgendwelche andere Farben. Dir auch überlegen, wie der Garten eingrenzt ist. Vielleicht gibt es einen Hag oder ein Mäuerli oder Büsch. Oder vielleicht ist er offen nach aussen. Einfach so, dass du merkst, dass es für dich passend ist. Dein Refugium. Ein Ort, wo du gerne drin magst verweilen und dich wohl und sicher fühlst. Dir dann vorstellen, dass du selber in diesem Garten liegst. Vielleicht irgendwo im Gras auf dem Rücken. Oder auf einem Bänkli oder einem Mäuerli. So, wie es gerade gut in das Bild von deinem Garten hineinpasst. Die Schönheit von dem Garten wahrnehmen. Die Lebendigkeit von den Pflanzen. Vielleicht hat es auch noch weitere Lebewesen um dich herum.
vielleicht Sommervögel oder Marienkäferli. Du liegst in dem Garten, an dem schönen, sicheren, geschützten Ort und siehst den Himmel über dir. Es ist ein sonniger Tag mit angenehmen Temperaturen. Du fühlst dich aufgehoben und entspannt. Vielleicht kannst du auch spüren, dass nebst dieser Schönheit und dieser Vitalität von dem Garten noch etwas anderes herum ist. Eine tiefe Weisheit, die unter, hinter, rund um all das Sichtbare ruht. Eine alte, weise Energie, die mitschwingt in diesem Garten. Dich einen Moment für die Energie, für die Weisheit öffnen. Eine Urkraft von der Natur, vom Leben, vom puren Sein, wo du hier in diesem Garten kannst spüren und wo du auch damit verbunden bist, wo du auch Teil davon bist. Dir dann vorstellen, dass die genau gleiche Energie in deine Hände fließt. Die uralte, weise Energie, die Kraft der Natur, dass die auch in deinen Händen ist. Und wenn du magst, kannst du deine Hände auf den Bauch legen, einfach, wenn das für dich geht und angenehm ist. Falls du deine Hände beim Bauch hast, bist du dazu eingeladen, zu spüren, wie sie aufliegen. Dich dann ganz behutsam deinem Körper und deinem Geist öffnen. Du bist ganz frei in der Wahl, ob du dich heute eher deinem Körper möchtest zuwenden oder eher deinem Geist. Wenn es der Körper ist, lade ich dich ein, wahrzunehmen, ob es irgendeine Stelle gibt, die deiner Zuwendung bedarf. Vielleicht eine Stelle, wo du im Moment gerade Spannungen spürst. Oder eine Stelle, wo zwar gerade keine Spannung hat, wo du aber weißt, dass sie anfällig ist für Verletzungen oder Schmerz. Oder vielleicht fühlt sich die Stelle im Moment sogar unangenehm an. Wenn es so eine Stelle im Körper gibt und du spürst, dass du dich magst zuwenden, kannst du dir vorstellen, dass von deinen Händen ganz viel von dieser heilsamen Energie genau in diese Körperstelle fließt. Wie ein feines Streicheln, ein Halten und Unterstützen von dieser Stelle. Wenn du möchtest, kannst du dich aber auch deinem Inneren zuwenden, wenn du im Moment eher auf dieser Ebene möchtest wirken. Du kannst dir dazu vorstellen, dass von deinen Händen aus ganz viel heilsame Energie direkt in dein Herz fließt. Vielleicht gibt es irgendeinen Gefühlszustand, der für dich immer mal wieder herausfordernd ist. Vielleicht ist er aktuell gerade rum. Oder vielleicht weißt du, dass er immer mal wieder kommt. Wenn du diesen Gefühlszustand möchtest befrieden, kannst du dir vorstellen, dass von deinen Händen durch deinen Bauchraum, in deinen Brustkorb und direkt in dein Herz ganz viel heilsame Energie fließt. Du kannst dir einen Moment Zeit nehmen und ganz bei dieser Vorstellung verweilen. Entweder von deinen Händen die kraftvolle Energie zu irgendeiner Körperstelle lenken, einer Körperstelle, wo du dich gerade möchtest zuwenden. Oder die Energie direkt in die Herzraum schicken, ganz nährend und stärkend, liebevoll unterstützend. Als könnte die Energie dein Herz umfangen und halten, und auf dein emotionale Herz einwirken. Alles lindern, was dort vielleicht an Schmerz oder Leid herum ist.
mit ganz viel Fürsorge und Freundlichkeit. Wenn du magst, kannst du dir auch vorstellen, dass deine Atemzüge die Energie aufnehmen und dass von deinen Händen her mit den Atemzügen zusammen die heilsame Energie genau dort herfließt, wo du gerade Heilung brauchst. Vielleicht bei einer Körperstelle, vielleicht in deinem Inneren. Und wenn du dich im Moment auf beiden Ebenen bereits heil und gesund fühlst, kannst du dir vorstellen, dass sich die heilsame Energie in deinem ganzen Körper und im ganzen Geist ausbreitet und dich sogar noch mehr nährt und stärkt und deine Resilienz zusätzlich erhöht. Durch deine Hände, die auf deinem Bauch aufliegen, fließt Energie in dich hinein. Vielleicht zu einer bestimmten Körperstelle oder direkt in deinen Herzraum. Dort her, wo du es gerade brauchst. Deine Atemzüge nehmen Energie auf und verstärken sie. Die Art der Zuwendung ist ganz behutsam. Der Effekt der Zuwendung ist kraftvoll. Dich dann wieder von dieser Stelle lösen. Entweder von der Körperstelle oder von deinem Herzraum und dem inneren Bereich, wo du dich zugewendet hast. Vielleicht möchtest du es ganz bewusst als temporäres Verabschieden gestalten, mit dem Versprechen an Körper und Geist, dass du dich immer mal wieder wirst zuwenden. Dass du dich gut und liebevoll wirst kümmern. Dass du da bist, für deine Stofflichkeit, für deinen Körper, für dein Erleben, für das ganze Wesen, das du bist. Und falls du es nicht schon gemacht hast, dich auch von diesem inneren Bild wieder davon lösen, von dieser Vorstellung von deinem inneren Garten. Auch hier ist vielleicht nur ein temporäres Verabschieden. Es verabschiedet auf die Zeit. Du trägst den schönen Ort immer in dir. Du kannst dich also jederzeit mit dem sicheren, geschützten, geborgenen Ort in dir verbinden, egal wo du bist. Immer wieder kannst du, wenn du möchtest, an den inneren Ort zurückkehren. Und schon die Vorstellung von dem Garten allein kann dir gut tun und dir Energie und Heilung schenken. Wenn du möchtest schlafen, kannst du gerne im Liegen bleiben und dich, wenn möglich, in Schlaf gleiten lassen. Wenn du nicht möchtest schlafen, kannst du dich jetzt daran erinnern, wo du gerade bist. Wie es in dem Raum aussieht, wo du bist. Was wir für einen Wochentag haben. Und wenn du magst, kannst du dir irgendeine Bewegung schenken, die dir gut tut. Vielleicht ist das ganz eine kleine Bewegung, nur so mit den Fingern und Zehen. Oder vielleicht ist es Strecken oder ein Zusammenziehen zu einem Päckchen oder sonst eine grössere Bewegung.
Bewegungen sanft ausklingen. Fein deine Augen auf öffnen. Die Augendeckel mehr und mehr anheben. Dich dann auf die Art, wie es für dich am besten geht, langsam aufsetzen. Danke vielmals, dass du dabei gewesen bist. Namaste.